So, auf jeden Fall heißt das neue Lehrwerk Deutsch A1 bis B1. Dann können wir jetzt loslegen. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Christina Kirschbaum. Ich bin Redakteurin bei Take und habe an diesem Lehrwerk mitgearbeitet. Und ja, freue mich natürlich ganz besonders, dass ich das heute präsentieren darf, weil es halt mein Baby ist. Ich habe selbst jahrelang unterrichtet, ja, 13 Jahre lang im Ausland, in Kolumbien und auch in Deutschland in der Studienvorbereitung. Das heißt, ja, ich bin eine von Ihnen, ne? Ich bin auch Dozentin gewesen und ja, freue mich, dass ich jetzt etwas für den Unterricht entwickeln darf. Ja, bevor wir loslegen, habe ich hier ganz kleine Umfragen vorbereitet für Sie, einfach nur um zu wissen, wer Sie sind, beziehungsweise wen Sie unterrichten oder wo Sie unterrichten. Okay, also die meisten unterrichten schon 1 bis 5 Jahre. Ein Drittel mehr als 5 Jahre und es gibt jetzt heute niemanden, der gerade erst angefangen hat. Ja, das ist sehr schön. Das heißt, ich rede hier mit erfahrenen Kursleiterinnen und Kursleitern. Ja, ist wichtig für mich, weil ich dann je nachdem die Sachen noch anpassen kann. Gut, dann kannst du noch die zweite Umfrage starten, Susanne. Genau, wo unterrichten Sie? Okay, ja, also die überwältigende Mehrheit, 83% in einem deutschsprachigen Land und 17% in anderen Ländern in Europa. Okay, auch das ist interessant für mich jetzt. Okay, und dann noch die dritte kleine Umfrage, Susanne. Welche Zielgruppe und oder welche Kurse unterrichten Sie? Da können Da Sie haben auch wir jetzt noch mehrere zur auswählen. Auswahl. Einige unterrichten ja wahrscheinlich zweierlei Zielgruppen. Okay, gut, die überwältigende Mehrheit unterrichtet Integrationskursen, aber auch ja, immer so 14% die anderen Zielgruppen. Gut, dazu sage ich auch dann gleich noch was. Ja, und dann noch die vierte Umfrage. Gibt es auch noch eine ganz kleine? Ja, was finden Sie am wichtigsten? Naja, alles ist wichtig, aber was, wenn Sie auswählen müssen, was finden Sie am wichtigsten? Also produktive und rezeptive Fertigkeiten ist gleich auch mit Wortschatz, jeweils so ungefähr ein Drittel. Grammatik und Landeskunde hat jetzt niemand angegeben. Gut, dann legen wir jetzt tatsächlich auch los. Ich teile dann mal wieder. Wir haben das Lehrwerk entwickelt für junge Erwachsene in allgemeinsprachlichen DAF-Kursen im Inland oder im Ausland. Deshalb die Frage, wo Sie unterrichten. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmenden, die mit diesem Buch arbeiten werden, eher ein akademisches Niveau haben. Also Leute, die schon fertig sind mit dem Studium, da dann auch Pflegekräfte zum Beispiel, weil die ja im Ausland sehr oft studieren, aber auch Studienbewerberinnen oder Studierende. Eher die Leute in den Selbstzahlerkursen, also nicht in den Integrationskursen, sondern in irgendwelchen Abendkursen, Firmenkursen, anderen Kursen, die halt irgendwie nicht gefördert werden, beziehungsweise die über Stipendienprogramme gefördert werden. Genau, wir gehen davon aus, dass Deutsch nicht die erste Fremdsprache ist, sondern die zweite oder vielleicht sogar dritte Fremdsprache nach Englisch und Französisch oder einer anderen Sprache. Und dass die Leute tendenziell zwar eine andere Sprache sprechen, aber nicht unbedingt über Sprachwissen verfügen, also vielleicht nicht wissen, was ist ein Verb, was ist ein Nomen, was ist ein Adjektiv und auch vielleicht gar keine guten Lernstrategien haben, sondern irgendwie, naja, vielleicht, weil sie aus einem anderen Land kommen, mit einer anderen Lernkultur halt was stur irgendwelche Sachen auswendig lernen wollen, komplett andere, vielleicht auch total ineffiziente Lernstrategien benutzen. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmenden langfristig höhere Niveaus anstreben, also mindestens B2, vielleicht sogar auch C1 und dass sie eher schnell lernen. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, wir sind, als wir das Lehrwerk gemacht haben, von einer gebildeten, weltoffenen, sehr motivierten, mobilen, digitalen und jungen, beziehungsweise jungen gebliebenen Zielgruppe ausgegangen. Das so als Hintergrund für Sie. Und jetzt meine letzte Frage fürs Erste. Was würden Sie von so einem Lehrwerk für diese Zielgruppe erwarten? Und was benötigen Sie selbst für Ihren Unterricht? Nicht unbedingt mit dieser Zielgruppe, sondern generell. Was sind Ihre Erwartungen an ein Lehrwerk, das Sie gerne benutzen würden? Dazu habe ich ein anderes Dokument vorbereitet. Sekunde. Dann stelle ich Ihnen jetzt erstmal so ein bisschen grob vor, was es für Komponenten gibt und zeige Ihnen dann auch ein paar Seiten und erkläre dann auch ein bisschen was dazu. Ja, wir decken A1 bis B1 ab in 6 Teilbänden. Der erste Teilband erscheint jetzt im Januar, der zweite Teilband wahrscheinlich Ende Februar. Und ja, A2 dauert dann leider ein bisschen. Ende 2023, Anfang 2024 erscheint er und B1 dann irgendwann später 2024. Also wenn Sie
A1 bis B1 komplett machen wollen, dann müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Aber wenn Sie erstmal nur mit A1 loslegen wollen, ja, das geht halt schon bald. Wir machen ganz klassisches Printlehrwerk mit Audios und Videos. Die Audios und Videos sind als Download-Dateien online, nicht auf einer CD oder einer DVD. Parallel dazu oder als Ergänzung dazu gibt es natürlich dann auch digitale Ausgaben. Einmal so ein ganz normales E-Book, das man im Unterricht projizieren könnte, wo man dann auch irgendwie reintippen kann. Oder als komplett, also wirklich interaktives, digitales E-Book, wo man auch die Übungen komplett online lösen kann. Also es wird sich auch zum Selbststudium irgendwie als Ersatz für das Print-Lehrwerk eignen. Genau, natürlich gibt es wie immer Lehrerhandbücher, auch als Download-Dateien. Die erscheint, das erste Lehrerhandbuch erscheint zusammen mit dem A1-2 im wahrscheinlich Februar, März dann. Es gibt Wortschatzlisten als Download-Dateien, kostenlos, die Transkripte der Hörtexte und der Videos und die Lösungen für das Kurs- und Arbeitsbuch. Das alles wird dann auf der Webseite zu finden sein. Ja, pro Teilband gibt es 6 Lektionen Kursbuch und 6 Lektionen Arbeitsbuch. Nach jeweils 3 Seiten gibt es so Zwischenseiten, in denen dann Lernstrategien vermittelt werden. Das zeige ich Ihnen gleich noch, wie das aussieht. Es gibt pro Teilband 6 Seiten Aussprachetraining. Die sind zwischen dem Kursbuch und dem Arbeitsbuch angesiedelt, so an einem Stück. Die passen aber immer zu den Übungen im Kursbuch. Das zeige ich gleich auch. Und nach jeweils 3 Lektionen gibt es im Arbeitsbuch einen kleinen Zwischentest. Für A1 ist das dann Startdeutsch 1, für A2 ist es Startdeutsch 2 und für B1 ist es Zertifikat Deutsch, beziehungsweise dann Take A1, Take A2 und Take B1. Genau, und es gibt noch einen kompletten Übungstest, also den man wirklich so als Test unter Prüfungskonditionen durchführen könnte. Der ist dann in dem A1-2, beziehungsweise dem A2-2 und dem B1-2 immer in dem zweiten Teilband enthalten, wo man dann gucken könnte, haben die Teilnehmenden das Zielniveau erreicht und könnten sie jetzt eine Prüfung ablegen. Wir haben uns natürlich bei der Entwicklung konsequent am GER und an dem Begleitband orientiert. Wie ich anfangs schon gesagt hatte, wir sind ja davon ausgegangen, dass wir Akademiker in den Kursen haben, die schnell lernen. Dementsprechend ist auch die Progression eher ein bisschen schneller. Es ist aber kein Intensivkurs-Lehrwerk in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht unbedingt, ne, in 4 Wochen muss man A1 gemacht haben oder so, das nicht, sondern es ist etwas schneller und es geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Wir wollen ja von Anfang an auf, ja, die höheren Niveaus vorbereiten. Das heißt, wir haben auch von Anfang an etwas längere Lesetexte und längere Hörtexte drin, als man das sonst so von anderen A1-Lehrwerken kennt. Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr viele Textsorten, authentische Textsorten im Lehrwerk abbilden und dass die Teilnehmenden sehr früh auch argumentieren lernen, mündlich und schriftlich. Ja, wir haben auch sehr darauf geachtet, dass wir die Teilnehmenden irgendwie zum selbstständigen Lernen ermutigen und ihnen da auch Werkzeuge an die Hand geben. Das Lehrwerk ist natürlich handlungsorientiert. Die Teilnehmenden sollen diskursfähig werden, sollen sich beteiligen können, mündlich oder schriftlich, an Diskussionen. Genau, und natürlich, ja, es ist natürlich thematisch ausgerichtet. Das heißt, Grammatik ist Ziel zum Zweck, nicht zum Selbstzweck. Ja, jede Lektion beginnt mit einer doppelseitigen Einstiegsseite. Die sind immer schön bunt. Da gibt es immer viele Fotos. Was es da nicht gibt, ist neue Grammatik. Also diese ersten beiden Seiten, die sind frei von neuer Grammatik. Es gibt aber schon sehr viel Wortschatz auf diesen Seiten. Das dient der Vorentlastung, das dient zur Aktivierung von bekanntem Wortschatz. Da können auch Lesetexte sein. Da können auch relativ lange Lesetexte sogar sein. In Lektion 7 haben wir einen sehr langen Lesetext. Da können auch längere Hörtexte schon sein. Manchmal gibt es sogar auch ein Video. Das sieht man jetzt hier in Lektion 6. Da ist so ein kleines Videosymbol. Also hier versteckt sich tatsächlich ein kleines Video, zu dem es dann auch Aufgaben gibt. Da kann auch mal eine Grafik sein. Es gibt Aufgaben zum Sprechen, Aufgaben zum Schreiben, eventuell sogar. Also das ist, man arbeitet, in dieser Einstiegsseite arbeitet man schon am Thema. Da wird schon ein bisschen, was hinterher in den Doppelseiten dann wieder aufgegriffen wird, das wird hier schon mal ein bisschen vorentlastet, sodass man schon mal so ein bisschen drin ist im Thema. Sollte man nicht weglassen, sondern die ist tatsächlich da, um die Teilnehmenden einzustimmen für das, was kommt. Es gibt auch diesen Störer mit den Lernzielen. Oben rechts auf jeder Einstiegsseite, wo die wichtigsten Lernziele in der Lektion zusammengefasst werden. Es gibt natürlich noch weitere Lernziele, aber das ist halt, das sind immer so die 3. Für jede Doppelseite ein großes Lernziel, haben wir da formuliert. Danach gibt es pro Lektion 3 Doppelseiten. Jede Doppelseite behandelt ein Unterthema des großen Themas. Wir sehen jetzt hier eine aus Lektion 5. Lektion 5 heißt unterwegs. Das heißt, es geht um Dinge in der Stadt, Transport,
Transportmittel, Sachen, die man ja machen kann in der Stadt. Und wir haben jetzt die Doppelseite, hast du eine Empfehlung? Das heißt, man gibt sich irgendwie Tipps. Ja, man sieht hier, man hat jetzt schon verschiedene Sachen. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie Grammatik oder so. Es gibt einen kleinen Grammatikkasten an der Seite, aber es fängt halt an mit einem Blog, einem Lesetext, der ganz normale Lesetextfragen dazu hat. Dann gibt es ein Hörverstehen. Dann soll man schon ein bisschen was schreiben. Dann gibt's auch wieder was zum Sprechen. Dann gibt's eine andere Textsorte. In diesem Fall hier einen Fahrplan, so einen Busfahrplan, den man an der Bushaltestelle sehen würde. Und am Ende sollen die Teilnehmenden Dialoge selbst spielen. Also wir haben immer versucht, auf jeder Doppelseite alle vier Fertigkeiten abzudecken. Und das Ziel normalerweise, also die Transferaufgabe am Ende der Doppelseite ist, da, wo dann alles zusammenkommt, ist normalerweise eine produktive Aufgabe, entweder schreiben oder sprechen. Hier sehen wir jetzt, das ist nur eine rechte Seite von der Doppelseite. Wir haben authentische Textsorten, wir haben gerade schon den Fahrplan gesehen, wir haben diesen Blog gesehen. Hier sehen wir jetzt eine E-Mail und ein Forum. Und das ist jetzt ein Beispiel aus Lektion 2. In Lektion 2 findet man in den meisten Lehrwerken noch gar keine Texte. Und Ziel hier unten wäre jetzt, selbst etwas über den eigenen Deutschkurs zu schreiben. Also so ähnlich wie diese Forumsbeiträge, die da abgebildet sind. Das ist natürlich schon sehr anspruchsvoll für Lektion 2 A11. Es ist aber machbar. Wir haben immer, wenn wir so eine etwas schwierigere Aufgabe haben, dann haben wir vorher genug Beispiele, aus denen man sich so Textbausteine rausnehmen kann. Also man kann sich jetzt hier oben aus der E-Mail, kann man sich Chunks rausklauen für den eigenen Text. Und aus diesen Beiträgen im Forum kann man sich auch einfach ja, so Textstücke rausnehmen und dann, wenn man diese Redemittel da benutzt, dann kriegt man einen Text relativ schnell. Also das muss man natürlich ein bisschen trainieren mit den Teilnehmenden am Anfang, dass sie das machen dürfen, dass sie sich da bedienen können und einfach ein paar Informationen ändern und schon hat man einen Text. Aber das ist genau das, was wir halt wollen, dass die Leute relativ schnell dazu befähigt werden, selbst etwas zu schreiben. Wir erwarten natürlich da jetzt keinen dreiseitigen Text, sondern so ein Dreizeiler. Mein Kurs ist groß, meine Lehrerin ist nett, es gibt 15 Teilnehmer, Ende. Hier sehen wir jetzt noch eine Doppelseite aus der Lektion 4, da geht es ums Thema Essen und Trinken. Wir haben ein bisschen auch versucht, so etwas modernere Textsorten einzubauen. Man sieht sehr viele Leute am Handy im Buch, aber das ist halt auch die Realität. Alle Leute haben ständig ihr Handy irgendwie in der Hand und keiner schreibt meine Einkaufsliste auf Papier. Die Leute schreiben sich das jetzt irgendwie auf eine Notiz im Handy und niemand geht mehr auf den Markt einkaufen. Ja gut, ich gehe manchmal auf den Markt einkaufen, aber man kauft auch viel online ein. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, wenn wir über das Thema Einkaufen sprechen, diese Redemittel trainieren. Ne? Was hättest du gerne? Was brauchst du? Ich nehme, ich möchte. Das ist drin. Das sieht man in dieser Aufgabe 4b. Da ist ein Hörtext. Und da sind diese Redemittel drin versteckt. Da diskutiert ein Paar, was sie denn jetzt fürs Abendessen einkaufen wollen. Und da sind diese Redemittel, diese klassischen Einkaufsdialog-Redemittel, die sind da drin. Und im Arbeitsbuch gibt es dann auch eine Aufgabe, wo Leute tatsächlich mal in den Supermarkt oder in Tante-Emma-Laden oder auf den Markt gehen, um was einzukaufen. Also auch das haben wir natürlich drin. Also auch in der analogen Welt leben wir auch noch, aber halt auch stark in der digitalen. Ich habe es eben schon gesagt, die Diskursfähigkeit, die ist uns sehr wichtig. Die Doppelseite, die wir jetzt sehen, ist aus Lektion 3. Auch Lektion 3 ist ja noch super früh, um irgendwie selbst was zu produzieren und seine Meinung zu irgendwas zu sagen. Auch hier gibt es wieder jede Menge Input. Das ist die erste Doppelseite der Lektion 3. Also man hat die Wortschatzvorentlastung ein bisschen gemacht und dann geht es direkt los zum Thema Hobbys. Wir hören erst was, da beschreiben verschiedene Leute ihr Hobby und dann sieht man ein kleines Video. Da geht es auch um Freizeitaktivitäten an der Uni und dann liest man ein Forum und dann am Ende soll man wieder was produzieren. Man soll schreiben, wie man etwas findet, wie man sein eigenes Hobby findet, als Antwort auf dieses Forum in der A. Auch das ist wieder so gestaltet, dass man genug Input vorher hat, um das schreiben zu können. Also diese Aufgabe kommt nicht aus dem Nichts, sondern die wird angebahnt durch die ganzen Aufgaben, die vorher laufen. Ja, das heißt, in diesem Forum sind genug Bausteine versteckt, um das selbst bauen zu können, dann diesen Text. Auch da erwarten wir natürlich keinen einseitigen Essay, sondern einen Dreizeiler. Ne? Mein Hobby ist Lesen. Ich lese gerne ich lese gerne im Bett und mein Lieblingsbuch heißt, keine Ahnung wie. Ne? Und dann wäre der Text auch schon fertig. Ja, wichtig ist auch die Mediation. Der Begleitband definiert das ja ganz klar, was das alles beinhaltet. Teilnehmende sollen als Mittler agieren, sollen Informationen aus Texten wiedergeben oder zusammenfassen oder für Dritte irgendwie umformulieren können. Es ist erlaubt, in die Muttersprache zu übersetzen oder in eine andere Sprache. Man soll lernen, in Gruppen miteinander irgendwie etwas zu verhandeln. Man soll lernen,
Notizen anzufertigen, man soll sich mit Grafiken auseinandersetzen können. All das soll geschehen und wir fangen damit auf A1 auch an. Wir machen alle diese Dinge in, naja, sehr einfachen Aufgaben. Hier auf der Seite sehen wir jetzt, was da gibt es oben so ein paar so Steckbriefe von Leuten. Und dann sollen die Teilnehmer selbst Steckbriefe erstellen, die im Kursraum aufhängen und dann so einen Kursspaziergang machen. Und dann soll dann ein Teilnehmer einem zweiten das Profil von einem dritten Teilnehmer erklären. Das heißt, in diesem Moment wird man zum Mittler. Ne, man vermittelt das, was im Text in diesem Steckbrief steht. Das muss man wieder verbalisieren in ganzen Sätzen und muss über eine dritte Person etwas erzählen. Also das wäre zum Beispiel so eine Mediationsaufgabe. Wir haben die in allen Varianten. Also wir haben auch tatsächlich was, wo in der Muttersprache oder in einer anderen Sprache was diskutiert werden soll. Wir gehen auch an Grafiken schon ran im A1, aber alles auf einem sehr einfachen Niveau und auch immer so mit sehr viel Hilfestellung, dass die Teilnehmer das bewältigen können. Ja, dann die siebte Seite in der Lektion, die heißt Faktencheck. Da wird immer irgendein Thema, das zu dieser Lektion natürlich passt, aus den deutschsprachigen Ländern aufgegriffen. Und da gibt es oft Grafik, nicht immer. Da kann es auch mal ein Video geben. An der Stelle zum Beispiel gibt es ein Video über Street Art. Und dann ist das Ziel, ist nicht Fakten über die deutschsprachigen Länder zu vermitteln, sondern sich an diesen Fakten abzuarbeiten. Das heißt, die Teilnehmer sollen dazu irgendwie ihre Meinung bilden. Wie finden Sie das? Wie finden Sie in Street Art? Finden Sie es schön? Finden Sie das hässlich? Wie ist das im eigenen Land? Wie sieht die eigene Familie das? Freunde? Also da geht es so ein bisschen nicht nur um den interkulturellen Vergleich, sondern auch um das, was denke ich als Person und was ist meine Meinung dazu und die dann auch halt frei zu äußern. Genau, das ist die Idee dieser letzten Seite. Auch auf der letzten Seite ist keine Grammatik mehr, aber nochmal ganz viel Wortschatz, da kommt nochmal einiges zusammen aus der Lektion und es hat nochmal so einen etwas anderen Fokus. Und die letzte Seite der Lektion ist dann die Grammatikübersicht. Da werden alle Grammatikphänomene nochmal auf einen Blick dargestellt, sodass man das, wenn man 4 Lektionen später nochmal irgendwas zu dem Thema lernt, dass man nicht in der Lektion blättern muss, sondern direkt weiß, wo man das dann auf einen Blick finden kann. Nach 3 Lektionen gibt es im Kursbuch dann die Zwischenseiten. Die haben wir Methodencheck genannt. Das sind die Strategieseiten. Wie gehe ich ran an Leseverstehen? Wie gehe ich ran an Hörverstehen? Wie gehe ich ran an Wortschatzlernen? Jeder Methodencheck hat einen etwas anderen Fokus. Das wäre jetzt der erste Methodencheck. Der trainiert den Umgang mit Texten, die eigentlich vielleicht noch komplett über Niveau liegen und wie man trotzdem was versteht. Wir gehen da auf Internationalismen ein, ne, Wörter, die sich irgendwie ähnlich sehen oder die ähnlich klingen, wie kann man die benutzen und wie kann man mit so ein paar Sachen, die man schon weiß über die Welt, sich trotzdem so einen Text wenigstens so ganz global erschließen. Ne? Was ist das Thema des Textes? Ist es Politik oder ist das Thema Sport oder ist das Thema, keine Ahnung, Urlaub oder so? Ja, also obwohl man, ne, das ist nach Lektion 3, obwohl man eigentlich noch nichts davon kann in dem Moment, kann man sich ja über ganz viele Strategien trotzdem den Inhalt erschließen. Ja, das gibt's wie gesagt nach jeweils 3 Lektionen, gibt's diese Methodenchecks und dann gibt's in jeder Lektion auch ein Video. Ich habe jetzt ein Beispiel aus Lektion 7, also das ist schon A1-2, das ist jetzt, da sehen wir schon was von dem Buch, das erst im Februar erscheint. Das ist auf der Faktencheck-Seite dieses Video. Ist so ein kleines, so ein Trailer von einem längeren Video auf Arte. Arte hat uns netterweise die Rechte zur Verfügung gestellt. Und wir haben auch selbst produzierte Videos, die sind noch nicht ganz fertig, deshalb zeige ich die jetzt noch nicht. Die Videos sind immer integriert. Integriert in dem Sinne, dass sie passen in die Lektion und auch nochmal einen neuen inhaltlichen Aspekt reinbringen. Wir haben niemals die Grammatik an dieses Video drangehängt, einfach aus dem Grund, dass man ja an manchen Institutionen leider irgendwie sehr schlecht Videos abspielen kann und das dann ein Problem im Unterricht ist, wenn man das Video nicht gesehen hat. Und deshalb hängt da niemals die Grammatik dran, aber man sollte die Videos natürlich trotzdem irgendwie gucken, wenn man kann. Da kommt jede Menge Wortschatz. Auch da gibt es Mediationsaufgaben dazu. Damit kann man auch weiterarbeiten. Man sieht das jetzt hier, das geht ganz klassisch los. So ein bisschen globales Leseverstehen, selektives Hören, dann eine Textzusammenfassung, das geht Richtung Mediationsaufgabe. Und dann soll man hier in Lektion 7 auch schon mal selber noch weiter in die Argumentation einsteigen. Was sind denn die Vor- und die Nachteile von einer Wahlfamilie? Also hier geht schon sehr früh los mit Argumentieren lernen, indem man sammelt. Hier ist natürlich dann auch erlaubt, dass die Leute das vielleicht mit einem Wörterbuch zusammen mit dem Kursleiter, mit jeder Hilfe, die sie kriegen können, irgendwie zusammen sammeln. Und dann soll man natürlich möglichst auf Deutsch dann seine Meinung dazu sagen. Ne? Man findet das schön, man findet das blöd, man findet das eine gute Idee.
was auch immer man dazu sagen möchte. Also die werden immer, die sind immer didaktisch, sind die eingebettet, ne? Also das ist so gelöst, dass man da nicht einfach zum Spaß ein Video guckt, sondern das Video hat auch einen Sinn und Zweck an der Stelle, an der es eingebaut ist. Ja, das war das Kursbuch. Dann kommt das Arbeitsbuch. Das beginnt mit dem Aussprachetraining und das Aussprachetraining würde zum Beispiel so aussehen. Es gibt zu jeder Lektion im Kursbuch mindestens eine Aufgabe in dem Aussprachetraining. Das steht dann dran, da sehen Sie so graue Verweise hinter der Aufgabe. Also hier zum Beispiel bei 7 steht Kursbuch Lektion 5, Aufgabe 1a. Das heißt, in dieser Aufgabe kommt jetzt verstärkt der Wortschatz aus der Lektion 5, das war Transport, Dinge in der Stadt, das kommt da vermehrt vor. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man in Lektion 5 ist und man hat die Aufgabe 1a bearbeitet, könnte man an der Stelle, wenn man Zeit hat, diese Ausspracheübung machen. Man kann das Aussprachetraining auch anders bearbeiten, man kann das auch einfach, wann auch immer man Zeit hat, dann irgendwie machen. Und dann sieht man auch direkt, okay, da steht Lektion 6 dran, ich bin in Lektion 1, das passt jetzt vielleicht nicht so ganz vom Wortschatz. Genau, man kann in beide Richtungen damit arbeiten, das ist der Querverweis ist da. Wortschatz und Grammatik sind immer auf das Niveau abgestimmt, da kommt kein Wortschatz, den die Teilnehmenden noch nicht kennen oder aus irgendeinem Wortfeld, das unbekannt ist. Da ist vielleicht mal ein neues Wort dabei, aber normalerweise ist das der Wortschatz, der auch in der Lektion, die dran steht, vorkommt. Das heißt, man kann das auch nochmal üben. Da gibt es auch Übungen, das sind so Grammatik- und Wortschatzübungen zusammen mit Aussprache. Also man kann das auch einfach nochmal ein bisschen zum Üben benutzen. Es gibt immer Übungen zum Hören, es gibt Übungen zum Nachsprechen, es gibt Übungen zum freien Sprechen, Partnerarbeit oder Aufnahmen, die man dann dem Lehrer schickt. Und wir verwenden durchgängig die Zeichen des internationalen phonetischen Alphabets. Die Teilnehmer müssen die nicht produzieren können, aber wenn es jemandem hilft, das zu lesen, dann ist es da. Dann haben wir hier eine ganz klassische Arbeitsbuchseite. Die Arbeitsbuchseite dient zur Vertiefung und auch zur Binnendifferenzierung. Da wurde ja eben auch schon gesagt, dass das ein wichtiges Thema ist. Man hat einfach so ganz klassische, also wirklich Grammatikübungen, zum Beispiel so Satzketten. Es gibt Diktate, es gibt Kreuzworträtsel, es gibt Gitterrätsel, alle möglichen Wortschatz- und Grammatikaufgaben, Lückentexte natürlich auch. Aber es gibt auch Hörverstehen, es gibt Leseverstehen. Es gibt Aufgaben zum Sprechen und es gibt Aufgaben zum Schreiben. Also auch da ist in jeder Lektion alles abgedeckt. Und das wiederholt nicht einfach das, was im Kursbuch war, sondern das hat immer nochmal thematisch nochmal vielleicht einen etwas anderen Aspekt, der aufgegriffen wird. Also es ist als Ergänzung auch gedacht, ne? Dass man nochmal ein bisschen neues Thema hat. Genau, da kommt kein neuer Wortschatz mehr. Der Wortschatz, der ist immer der, der dran steht. Also wenn jetzt hier steht, hier ist auch wieder so ein grauer Querverweis, Kursbuch 2c, dann passt diese Aufgabe zu Kursbuch Aufgabe 2c. Das heißt, der Wortschatz geht nicht darüber hinaus. Ja, also das kann man gefahrlos, kann man das dann machen in der Hausaufgabe, kann man das aufgeben, wenn man 2c gemacht hat, dann sollten die Teilnehmenden auch in der Lage sein, das zu bewältigen in dem Moment. Genau, und dann sieht man hier so eine kleine Medaille. Das ist unser Symbol für die Binnendifferenzierung. Das ist eine Aufgabe für die stärkeren Teilnehmenden bzw. stärkere Gruppen. Die ist so am oberen Ende des Niveaus in dem Moment. Also es ist nicht unmöglich, diese Aufgabe zu lösen, aber es ist schwierig. Es ist eine Herausforderung. Also wer die bewältigen kann, der kann sehr stolz auf sich sein. Die kann man machen, muss man nicht machen. Man kann sich natürlich überlegen, ob man die sehr stark vorentlastet, damit sie einfacher wird, auch für die etwas schwächeren Teilnehmenden, oder man lässt sie weg. Das sind sehr oft Aufgaben zum Sprechen oder zum Schreiben. Manchmal sind es auch Grammatikaufgaben, die dann schon sehr schwierig sind, wo man wirklich aufpassen muss, wenn man da irgendwie Lücken einsetzt oder so. Aber meistens sind es produktive Aufgaben. Das Arbeitsbuch ist so ausgelegt, dass das für das Selbstlernen gemacht ist. Also da gibt es keine Partnerarbeit. Wenn da was zum Sprechen ist, dann ist das monologisches Sprechen, was man aufnehmen könnte, was man zum Beispiel über ein LMS an den Lehrer schicken könnte oder was man am Handy aufnimmt. Man macht eine MP3-Datei und schickt sie und der Lehrer kann oder kann auch nicht das abhören, je nachdem, wie viel Zeit man so hat. Genau, also das ist alles so für die Einzelarbeit zu Hause gedacht oder halt auch im Kurs, je nachdem. Manchmal gibt es Aufgaben, die dann zur Diskussion am nächsten Tag, also eine Vorbereitung für den nächsten Tag sind. Am Ende der Arbeitsbuchlektion gibt es immer den Lernwortschatz der Lektion, unterteilt in die 3 Doppelseiten. Das ist jetzt aus Lektion 4. Die erste Doppelseite heißt Gutes Essen macht glücklich. Da sind auch die Wörter aus der Einstiegsseite drin. Wir laden ein, wer die zweite Doppelseite und was brauchen wir, ist die 3. Doppelseite und da sind auch die Wörter vom Faktencheck, falls da noch was Neues drin ist, untergebracht. Es gibt immer so ungefähr 60 bis 70 Wörter pro Lektion. Wenn man die dann alle lernt und man macht das von A1 bis B1, dann hat man die Wörter für das Zertifikat Deutsch abgedeckt. Also wir haben das sehr genau abgeglichen mit dem Zertifikat. Das sind die Wörter, die dastehen, sind die, die Teilnehmenden auch produktiv beherrschen können sollten.
Es gibt natürlich viel, viel mehr Wortschatz in jeder Lektion. Also pro Lektion gibt es 200 und mehr neue Wörter, aber nicht alle davon sind wichtig in dem Moment. Und das wäre so unsere Auswahl der für diese Lektion wichtigen Wörter. Die sind dann auch fünfmal oder noch häufiger im Kursbuch und im Arbeitsbuch trainiert worden. Also das ist so ein bisschen als Hilfe gedacht für die Teilnehmenden, die nicht ganz so autonom lernen können, damit die nicht den Überblick verlieren, welcher Wortschatz jetzt wichtig wäre, ne? Also das ist ja auch was, was man lernen muss, zu trennen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig beim Wortschatz, was muss ich jetzt eigentlich lernen, was muss ich nicht lernen. Also das ist als Hilfestellung gedacht, soll natürlich keinen davon abhalten, selber sich noch Wortschatzlisten zu erstellen. Dann wird es natürlich auch eine Blink-Learning-Ausgabe geben. Die Blink-Learning-Ausgabe, die ist ein interaktives E-Book und wir haben oder wir versuchen alles zu digitalisieren, was man digitalisieren kann. Das geht erstaunlich gut. Man kann über 90% der Aufgaben wahrscheinlich digitalisieren. Auch Aufgaben zum Sprechen, was natürlich nicht zum Sprechen für die Einzelarbeit geeignet ist, natürlich irgendwie so eine Partnerarbeit. Aber alles, was monologisch gesprochen werden kann, kann auch digitalisiert werden. Schreibaufgaben können eingereicht werden über Blink Learning. Da ist ein LMS dahinter für die Lehrkraft. Das heißt, man kann da auch Texte korrigieren. Man kann damit einen kompletten Online-Kurs bestreiten, wenn man das möchte. Ist eine super Sache auch, je nachdem, wen oder wo man unterrichtet. Und für die Lernenden, die das wollen, natürlich auch noch eine gute Ergänzung, wenn sie das haben möchten. Die Videos sind dann auch integriert, Audios natürlich auch. Das heißt, das funktioniert halt wie ein Kursbuch, nur online. Die Audios und Videos zum Lehrwerk sind immer über die Take-Deutsch-Box nutzbar, kann man online und offline, wenn man die einmal runtergeladen hat, kann man das auch offline nutzen. Das heißt, für die Kursräume, in denen es kein Internet gibt, ist das eine praktische Sache. Man kann trotzdem sein Audio abspielen. Ja, auf unserer Internetseite finden Sie natürlich auch die Audios. Und dann nochmal die Folie vom Anfang. Was erwarten Sie von einem Lehrwerk für die Zielgruppe? Ich denke, alles das, was Sie sich gewünscht haben am Anfang, haben wir drin. Ja, die Frage ist, haben Sie noch weitere Wünsche? Haben Sie Fragen? Möchten Sie noch was wissen? Sie können jetzt gerne in den Chat reinschreiben. Da gibt es eben dieses Kursleiterformular auf unserer Website und da kann man sich auch wie sonst für ein Freiexemplar eintragen. Und dann war es das schon an Fragen. Also wenn es noch inhaltliche Fragen gibt oder auch organisatorische Fragen, können Sie das gerne eintragen. Oder wir sind auch gar nicht so viele heute. Sie können es auch sagen. Wir können auch sprechen. Auf jeden Fall vielen Dank, Christina. Das war sehr interessant, auch für mich. Ich kenne ja das Buch auch nicht so gut. Und ja, also ich denke, dass die DAF-Welt sich darauf freuen darf. Ah, hier kommt gerade noch eine Frage, sehe ich. Ja, die Übungen für die besonders starken Lernenden sind die mit der Medaille gekennzeichneten Übungen. Lösungsschlüssel wird es auch geben. Die sind noch nicht online. Wir sind gerade dabei, die Internetseite zu bestücken. Und die Lösungsschlüssel sind noch nicht da. Die kommen aber natürlich jetzt auch, wenn das Buch erscheint, sind auch die Lösungsschlüssel da. Genauso wie die Transkripte der Audiodateien. Genau. Intensivtrainer. Die Frage nach dem Intensivtrainer. Nein, gibt es noch nicht. Wir müssen erstmal das Kursbuch zu Ende machen. Sie sehen hier schon, wir haben einiges vor. Wir sind gerade dabei, dieses A1-2 fertig zu machen. Und dann fangen wir mit A2 an. Genau, wir machen erstmal die Kurs- und Arbeitsbücher fertig und dann kommt perspektivisch auch ein Intensivtrainer, aber das ist noch in ferner Zukunft im Moment. Also da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Aber ja, also die Idee wäre schon, dass es auch irgendwann einen Intensivtrainer dazu gibt. Anfangs hatte noch jemand nach Lektionstests gefragt. Das hatte ich noch gar nicht gesagt. Im Lehrerhandbuch wird es Lektionstests geben zu jeder Lektion. Die können Sie dann aus dem Lehrerhandbuch kopieren und zu denen gibt es auch Audiodateien. Da gibt es immer abwechselnd einen Lektionstest mit einem Leseverstehen und dann in der nächsten Lektion ist ein Hörverstehen drin. Also es gibt sechsmal Hörverstehen in den Lektionstests und sechsmal Leseverstehen und dann noch Sprachbausteine, Schreiben, Sprechen, das ist alles dabei. Genau. Also das wird es geben, sobald das Lehrerhandbuch da ist. Genau, also vielleicht noch für alle, die unsere Lehrwerke schon kennen. Ja, man wird es im Take-Shop kaufen können. Das kommt gerade noch als Frage, ist noch nicht aktiviert, weil man es noch nicht kaufen kann jetzt, ne? Sobald es da ist, kann man es im Take-Shop natürlich kaufen und natürlich auch bei allen anderen Buchhändlern. Das E-Book erscheint ungefähr Das E-Book erscheint kurz nach auch dem, im Januar. also Also kurz nach dem wir haben Print. natürlich verschiedene E-Books, also verschiedene Plattformen. Also das E-Book von unserem Tag-E-Book-Portal, das erscheint Ende Januar und das Blink-Learning-E-Book, das erscheint dann im Februar. Also ungefähr, ne?
zeitnah dann, wenn Sie jetzt schon vielleicht mit einfach weiter Arbeit mit dem B2-Lehrwerk, das auf jeden Fall ist gedacht als Vorstufe zu dem einfach weiter. Also das soll eine Reihe quasi geben, auf jeden Fall einfach weiter und dann einfach zum Studium. Das wären so die Lehrwerke, die man so von A1 bis C1 in einem durch benutzen könnte, ohne dass es irgendwie Brüche gibt oder ohne dass man noch irgendein Brückenelement oder irgendwas benutzen muss. Ne? Also das auf jeden Fall ist so ausgelegt, dass man nahtlos das einfach weiter benutzen kann. Genau. Das ist der Unterschied zwischen das Blink-Lehrbuch und das Digital. Das Tag-E-Book-Portal? Also das Tag-E-Book-Portal, das ist ein bisschen einfacher. Da haben Sie zum Beispiel für einfach weiter, haben Sie einfach Audios für unsere Integrations- und Berufssprachkurs-Lehrwerke. Da haben wir dann auch Videos und zusätzliche digitale Aufgaben dabei. Und in Blink Learning haben wir bisher nur einfach weiter und einfach zum Studium und dann eben ab Januar auch Februar auch A1.1 auf jeden Fall. Und dort ist der Unterschied, dass Sie wirklich jede Aufgabe außer die Dialoge, sage ich mal, und Gruppensprechaufgaben digitalisiert haben. Also jede Aufgabe aus dem Buch können Sie auch nochmal digital verwenden. Und es gibt eben da auch eine Lehrer-Lerner-Rolle. Das heißt, die Lerner könnten auch Aufsätze digital automatisch an die Lehrkraft schicken. Das ist in diesem Blink-Learning-System alles schon integriert. Gut, das und beides finden Sie aber dann in unserem Shop. Also die E-Books direkt im Shop und Blink-Learning, da gibt es dann einen Link. Und wenn Sie draufklicken, können Sie das dann auch kaufen. Gut, ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, hoffentlich dann auch viel Spaß mit dem neuen Lehrwerk.